In diesem Video das Thema bedingte Formatierung. In Excel ist es möglich, Daten aufgrund von einer oder mehreren Bedingungen zu formatieren oder hervorzuheben. Zum Beispiel könnte ich in dieser Notentabelle hier die ungenügenden Noten rot hervorheben und Noten etwa über 5,0 grün hervorheben. Dazu wähle ich zunächst die Noten aus, die ich formatieren möchte, und dann im Register Start über die Schaltfläche bedingte Formatierung komme ich zu den verschiedenen Regelnsätzen. Ich könnte die Noten auch mit Symbolen hervorheben. Ich könnte sie mit einer Farbskala hervorheben. Ich könnte sie mit Datenbalken hinterlegen. Aber in diesem Fall möchte ich gerne die Regeln zum Hervorheben von Zellen verwenden. Ich möchte gerne, dass Noten, die kleiner sind als 4,0, rot hervorgehoben werden. In diesen Dropdown sind bereits einige Formatvorlagen vorhanden, mit denen ich die Zahlen unter 4,0 formatieren kann. Und Sie sehen zum Beispiel, roter Text ist schlecht erkennbar. Die hellrote Füllung 2 sieht sehr ansprechend aus. Bestätige das mit einem Klick auf OK und ich kann zusätzlich eine zweite bedingte Formatierung erstellen für Zahlen, die größer sind als 5,0. Die kann ich grün hervorheben. Die erstellten Regeln kann ich verändern oder auch löschen, indem ich auf Regeln verwalten klicke. Und hier sind meine beiden Regeln. Ich könnte nun zum Beispiel die grüne Regel bearbeiten und ich könnte hier die Regeln ändern oder ich könnte die Formatierung ändern. Vielleicht möchte ich das zusätzlich zu der Formatierung eine dunkelgrüne Rahmenlinie um die Zellen vorhanden ist. Beobachten Sie die grünen Rahmen. Beobachten Sie zudem, dass wenn ich merke, ich habe hier einen Tippfehler gemacht, Anina hatte hier eine 5,5, dass dann diese Zelle automatisch noch auch grün formatiert wird. Oder wenn sie dann zum Beispiel in Wirtschaft nur eine 3,5 erreicht hat, dann wird auch diese Zahl aktualisiert. Eine weitere Möglichkeit, die Zellen hervorzuheben, befindet sich hier bei Regeln für oberste und unterste Werte. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass der eine höchste Wert mit einer gelben Füllung hervorgehoben werden soll, vielleicht ist das eine Goldmedaille. Ich empfehle Ihnen, spielen Sie ein bisschen herum mit den verschiedenen Möglichkeiten der bedingten Formatierungen, um diese besser kennenzulernen.